Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 5, unserem kleinen Spielchen mit dem wunderschönen Reich Moskau, Quatsch, Russland meine ich natürlich, mit dem wir im letzten Part angefangen haben, auf dieser wunderschönen kleinen Insel hier, beste Startposition ever, und ja, mit dem wir jetzt gerade dabei sind, zumindest zu versuchen, eine zweite Stadt hier oben zu gründen, direkt unter Marrakesch. Leider haben wir natürlich bereits gesehen, dass Marokko einen Siedler ausgesandt hat nach Süden, also möglicherweise wird diese Stadtposition demnächst vergeben sein. Wir werden sehen, momentan können wir ein neues Pantheon gründen, was sehr praktisch ist, deswegen werden wir mal schauen, was wir so machen können. Wir sind noch relativ früh dran, das bedeutet, dass wir noch einige Sachen zur Verfügung haben. Die Frage ist natürlich, was nehmen wir? Wir könnten zum Beispiel die Fruchtbarkeitsriten für die 10% höhere Wachstumsrate nehmen. Sehr verlockend, nehme ich immer sehr gerne. Hier die Produktion von Fischerbooten wäre auch was, da wir sehr viele Fischerboote hier hinhauen können. Das wäre, wie gesagt, relativ verlockend, das zu machen. Zufriedenheit steht an Flüssen, wäre zum Beispiel nichts. Schnellere Grenzausdehnung hat auch etwas. Eins Nahrung von Bananen, Zitronen und Weizen hat auf jeden Fall was, weil wir jetzt zum Beispiel Weizen haben. Hier haben wir auch Weizen und Bananen. Da könnte man auch drüber nachdenken. Allerdings gehe ich wahrscheinlich... Ja, die Wissenschaft entsteht mit einer Stadtverbindung, wäre auch ganz praktisch. Aber wir gehen auf die höhere Wachstumsrate. Ich mag Wachstumsraten nämlich. Und Genghis Khan möchte, dass wir eine Botschaft annehmen. Aber da muss ich ganz kurz mal ablehnen. Ich möchte nämlich nicht, dass du unbedingt weißt, wo wir stehen, wo wir uns befinden und so weiter. So, der Krieger steht dann schon mal auf dem Hügel bereit, unseren Siedler zu beschützen. Und verbessert sich mal ganz, also erholt sich mal ganz kurz. Und wir versuchen hier mal die barbarische Triere auszuschalten. Ja, und es klappt natürlich, perfekt. So, und dann wird der Siedler ausgesandt und hoffentlich überlebt er den Scheiß. Oh Gott, was, wenn jetzt ausgerechnet im Nebel deine barbarische Triere lebt, lauert. Oh Gott, dann mache ich Seppuku, ey. Oh, könnt ihr euch sowas von drauf verlassen, dann mache ich Seppuku. So, wir können jetzt 9 Runden theoretisch noch warten. Und mit der Stadtgründung und die staatliche Hochschule errichten wäre allerdings eine ziemlich blöde Idee. Deswegen bauen wir erstmal ein Fischerboot, um den Fisch hier bewirtschaften zu können und warten, bis unsere Stadt gegründet wurde. Kaufen uns dann von dem Gold, das ich extra dafür angespart habe, eine Bibliothek und haben es dann. Die Völker mit den spitzesten Stöcken, das also mit den meisten Militär, und da sind wir fast auf dem letzten Platz. Ich wundere, warum wir nicht auf dem letzten Platz sind, weil wir keine einzige Militäreinheit gebaut haben. Genghis Khan ist natürlich der Beste. Wir müssen ein bisschen bei Marokko aufpassen. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche. Und in der rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Okay, ein Homer-Zitat, also verstehe ich nicht. Mein Lieblings-Homer-Zitat ist so. Oder auch zu Deutschen, nein! Deswegen verstehe ich nicht, warum sie ausgerechnet dieses nehmen. Damit kann kaum einer was assoziieren. Egal, es sind die Spieleentwickler. Die wissen da schon, was sie machen. So, okay. Das bedeutet, wir haben die Bronzeverarbeitung erforscht. Was ich unbedingt machen wollte, um ein bisschen Eisenressourcen zu entdecken. Natürlich hat Marokko direkt neben sich Eisenressourcen. Hier gibt es natürlich... Oh, hier gibt es viel Eisen auf der Insel. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier nochmal irgendwann eine Stadt gründen, allein wegen des Eisens. Nur halt jetzt noch nicht. Vielleicht sogar hier. Das ist nämlich ein Wüstenhügel und das wird uns direkt neuen Eisen bringen, ohne dass wir es bauen müssen. Wie gesagt, mal schauen. So, der Tooltip sagt uns jetzt, dass wir diesen Dschungel abholzen sollen, um dort einen Bauernhof zu errichten. Es ist ein verlockendes Angebot, ich würde dem allerdings nicht nachgeben und stattdessen unseren Bautrupp nach drüben bewegen. Denn Dschungelfelder lasse ich ganz gerne eigentlich stehen. Dschungel bringt nämlich, sobald wir eine Universität gebaut haben, uns zusätzlich... wir blockieren mal ganz kurz hier den Weg, damit die Barbaren da nicht durchkommen. Dschungel bringt uns, sobald wir eine Bibliothek gebaut haben, nämlich Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Unglaublich geil ist. Also Wissenschaft. Deswegen würde ich das ganz gerne, den Dschungel immer behalten. Der Fall aber war mit den Federn des Adlers selbst geschmückt. Oft geben wir unseren Feinden das Mittel zu unserer Zerstörung. Voll deep, ey. So, damit haben wir dieses Bogenschießen erforscht. Bogenschießen ist auch unglaublich geil, denn Bogenschießen bringt uns Bogenschützen und diese Bogenschützen sind cool. Wir könnten jetzt also Bogenschützen bauen. Wir könnten auch den Krepost endlich bauen.
Könnt ihr euch auch den Leuchtturm bauen. Ich glaube, wir bauen den Leuchtturm. Nahrung von Küsten- und Ozeangeländefeldern und Produktion von Meeresressourcen sind geil und vor allem bringt uns plus 1 Nahrung durch Fische. Artemis-Tempel wäre auch eine gute Überlegung wert. Plus 1 Wachstum, 10% Wachstum, nochmal hätten wir schon insgesamt plus 20% Wachstum. Wäre auch zum Überlegen. Oder natürlich hier das Ding, aber damit warten wir wie gesagt noch. Deswegen bauen wir erstmal den Leuchtturm. Und dich haue ich hier raus und du machst Fisch. Perfekt. So, und damit ist unser Siedler schon mal auf Position gesetzt. Und wird nächste Runde dann seine Stadt dort drüben gründen können. Ach ja, übrigens, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, wir können uns nur auf diesen Küstengeländefeldern bewegen mit unseren Schiffen. Bis wir später dann die Astronomie erforscht haben, dann können sich bestimmte Schiffe auf Ozeangeländefeldern ebenfalls bewegen. Das sollte man vielleicht mal erwähnt haben. So. Also dann. Verrichte dein Werk. St. Petersburg wurde gegründet. Perfekt. Und wir kaufen St. Petersburg direkt mal die Bibliothek, wie bereits angekündigt. Deswegen. Und dann kaufen wir noch das Silbergeländefeld hier, denn damit haben wir das schon mal uns geschnappt. Perfekt. So. Dann den Bautrupp darauf gehauen und dann die Produktion ausgewählt in St. Petersburg. Und ich würde sagen, wir gehen in St. Petersburg erstmal auf den Kornspeicher. Denn Kornspeicher sind gut. Okay, gehen wir eigentlich schon aufs... Ja, wir gehen aufs Bauwesen. Okay, sehr gut. Mit dem Bauwesen können wir dann nämlich endlich auf Waldgeländefeldern unsere Sägewerke errichten. Und das möchte ich unbedingt machen. So, hier versuchen wir die feindliche Triere zu vernichten. Haben direkt unter Marrakesch und errichten jetzt natürlich hier das Lager, um unsere Zufriedenheit zu stärken und stellen dich hier rein, den Krieger, um natürlich St. Petersburg zu... Oh. Geil, okay. Marokko hat miterlebt, wie wir direkt unter seiner Hauptstadt eine weitere Stadt gegründet haben und damit ihm den Platz auf der Insel quasi weggenommen haben und möchte trotzdem ein Freundschaftsabkommen mit uns unterzeichnen. Ja, machen wir das erstmal. Sind wir mal freundlich zu der KI, bis wir unser wahres Gesicht zeigen und sie komplett vernichten werden? Weisheit und Tugend sind wie zwei Räder an einem Wagen. Und haben die Japaner schön gesagt. Ich habe das Rad erforscht, eine recht wichtige Technologie auf, sagen wir mal, anderen Karten. Auf dieser Karte zum Beispiel ist es jetzt nicht unbedingt so eine wichtige Technologie, aus eigentlich dem folgenden Grund, es verbessert... Also es ermöglicht es uns, Straßen zu bauen. Straßen sind dazu sogar Verbindungen zwischen zwei Städten aufzubauen. Wie ihr euch nur vielleicht denken könnt, ist es vor allem in dieser Zeit unmöglich, eine Brücke von hier nach hier drüben zu bauen. Weswegen uns Straßen recht wenig bringen. Wir brauchen halt den Hafen. Der Hafen allerdings geht halt erst mit dem Kompass. Das heißt, wir müssen auf den Kompass warten. Blöd. Ja, wir können unsere Einheit befördern. Können also eine bestimmte Beförderung auswählen. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal auf den Kampf gegen Marineeinheiten, Nahkampf gegen Marineeinheiten, denn das ist natürlich ein Schiff, das vor allem dazu da ist, hier gerade feindliche Piraten zu jagen, um unseren Handelsweg zu beschützen. Gehen wir also in die nächste Runde. What? Okay, das ist heftig. Er bietet uns gerade für unser Salz 30 Runden lang 2 Gold pro Runde an, 30 Runden lang und sein gesamtes Gold wahrscheinlich, was echt heftig ist. Wow, okay, nehmen wir das an. Er gibt uns also all sein Gold. Wir haben jetzt schön viel Gold selbst und noch mehr Einkommen pro Runde. Das ist krass und wir haben ein goldenes Zeitalter. Endlich. Gratulation, eure Bürger sind nun schon so lange mit eurer Herrschaft zufrieden, dass euer Reich nun ein goldenes Zeitalter einläutet. Hier könnt ihr sehen, höhere Goldproduktion und höhere Kulturproduktion. 2 nur vom goldenen Zeitalter. Okay, ich habe das als mehr in Erinnerung, aber wahrscheinlich erhöht sich das erst, wenn wir... in höherer Zeit sind. Also okay. Beschützen wir also jetzt hier unseren Bautrupp, der damit beschäftigt ist, zu bauen. Und, ja, lassen ihn mal so sein und lassen Marokko sich um das Barbarenlager kümmern und die Barbaren an sich. Und ich wurde gerade zu Rome 2 Total War eingeladen, warum auch immer. Und dann bauen wir jetzt in Moskau endlich die staatliche Hochschule. Nein, ich nehme keine Botschaft an. Tschüss.
So, sehr gut. Den Barbaren beschießen wir also weiter mit unserer Stadt. Und ziehen sogar jetzt mal unseren Trupp darüber, damit er sich den mal annimmt. St. Petersburg ist auch gewachsen, also schon jetzt Stufe 2. Sehr gut. Wir sind immer noch größer als Marrakesch mit unserer Hauptstadt, was auch sehr interessant ist. Oh Gott. Geh weg, barbarisches Gesocks. Hinfort mit dir. Perfekt. Dann kommt noch eine neue barbarische Einheit. Das heißt, wir brauchen langsam echt mal einen Bogenschützen da oben. Und ich würde mal sagen, die Triere geht mal weiter erkunden. Wir setzen sie mal auf automatische Erkundung. Das heißt, sie deckt jetzt von alleine die Karte auf. Damit wir ein bisschen mehr kennenlernen, vor allem neue Siedlungsplätze herausfinden. Wobei der Gewehr Kalisch gar nicht mal so schlecht ist, bringt uns halt auch Glaube. Aber das Eisen. Wegen des Eisens ist es unglaublich wichtig, dass wir hier eine Stadt gründen. Frage ist halt nur, wo. Am liebsten würde ich sie hier drüben gründen. An dem Fluss. Allerdings werden wir dann außerhalb der Reichweite des Eisens. Wahrscheinlich werden wir sie wirklich direkt auf dem Eisen gründen, wie bereits angekündigt. Wäre auch ganz praktisch. So, du bist fertig mit deinem ganzen Gedöns hier. Deswegen gehst du mal darüber und machst da anderes Gedöns. Marokko kümmert sich um die Barbaren hier. Oh ja, es kümmert sich wirklich sehr gut um die Barbaren hier. Gut, dann müssen wir selbst kaum noch was machen. Sehr schön. Haben wir also unsere Ruhe. Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Okay, Goethe, hast du schön gesagt. Damit haben wir das Bauwesen erforscht. Das Bauwesen bringt uns bessere Bogenschützen ein, die Kompositbogenschützen. Sehr gute Einheiten, relativ früh. Deswegen setze ich die ganz gerne ein. Wir werden jetzt also bald mal, sobald wir hier die staatliche Hochschule gebaut haben, Kompositbogenschützen raushauen. Einige bündige Befehle, ach halt ihr. Den habe ich übrigens den Drill gerade gegeben. Der Drill verbessert den Kampf in unwegsamem Gelände. Das bedeutet in Wäldern, in, ach du Scheiße, Faustkeile bewerfen unser Schiff. Na, super, danke auch. In Wäldern, auf Hügeln und so weiter. Schlechtert allerdings unseren Kampf auf Ebenen, also nicht verbessert, schlechtert ihn, aber verbessert ihn halt nicht auf Ebenengeländen. Das heißt, wir wollten halt möglichst um unsere Stadt hier herum kämpfen oder auch hier, eher hier drüben kämpfen als hier. Meistens ist es halt praktischer, weil die Verteidigung auf Hügeln generell für feindliche Truppen besser ist, deswegen kann man sich da einen gewissen Bonus rausholen durch die Drillerweiterung. Drill, Baby, Drill. So, okay, wir manövrieren uns mal ganz kurz außerhalb der Reichweite dieser barbarischen Truppen da oben. Und gucken mal, was hier so im Osten auf uns wartet. 10 Runden haben wir übrigens die Theologie erforscht. Gibt uns Zugang zu einigen glaubensbezogenen Wundern. Mal sehen, ob wir davon irgendwas bauen werden. Generell bin ich eigentlich nicht so der Wundertyp. Das bedeutet, dass ich eher auf normale Gebäude setze. Aber das liegt an den höheren Schwierigkeitsgraden. Da die KI dort meistens halt so große Boni hat, dass man schon Glück hat, wenn man mit normalen Gebäuden hinterherkommt und sie sich eigentlich nicht leisten kann. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Die Erzherzogin in Österreich heißt Eure Eminenz willkommen in... Ach, bringen wir es hinter uns. Um 4 wird gespeist. Du sagst was ganz anderes, als da unten steht, ne? Weißt du was? Ich kenne einen Österreicher ziemlich gut sogar. Weißt du, was der immer sagt? Ich sing ein Lied für die und da fragst du mich... So, wer das jetzt kennt, der wird mich hassen. Für immer und ewig. Aber das war es mir wert. Okay, das heißt, wir haben Österreich auch relativ nah sogar. Interessant. Und ich würde mal sagen, wir bauen dann in Moskau jetzt einen Kompositbogenschützentrupp, um hier unten das Barbarenlager auseinanderzunehmen und uns bei Jerusalem einzuschleimen. Das bestimmt den Auftrag hat, das Barbarenlager zu vernichten. Richtig. Und dann mag uns Jerusalem nämlich, sobald wir das Barbarenlager vernichtet haben. Aha. Da ist Wien übrigens. Wien hat Baumwolle, was interessant ist. Allerdings haben wir leider keine doppelten Ressourcen, um diese Baumwolle für uns in Anspruch nehmen zu können. Wir beschützen mal ganz kurz unseren Bautrupp hier oben. Ich sehe, ihr bewohnt... Und du möchtest uns Botschaften austauschen. Das Problem ist leider nur, als Botschaften austauschen, falls ihr es übrigens noch nicht rausgefunden habt, lässt einen die Hauptstadt der jeweils anderen Fraktion aufdecken. Das Problem ist halt nur, wir wissen, wo Österreichs Hauptstadt ist, nur Österreich weiß nicht, wo unsere Hauptstadt ist. Warum also sollten wir eine Botschaft austauschen? Ich sehe darin noch keinerlei Sinn.
Deswegen lassen wir es einfach. So, du bewachst, wie gesagt, diesen Bautrupp hier. Du möchtest eine Botschaft annehmen. Ich weiß zwar nicht, wo deine Hauptstadt ist, allerdings werde ich deine Hauptstadt schon noch entdecken und du weißt, wo meine ist. Obwohl, eigentlich eine Botschaft annehmen gar nicht mal so schlecht. Weil es ihm nichts einbringt, aber mir was einbringt. Warten wir auf sein nächstes Angebot. Dann machen wir das mal. Ah, da ist also Rabatt gegründet. Ich bin mal gespannt. Der Mensch braucht für sein Seelenheil drei Dinge. Das Wissen, woran er glauben soll, das Wissen, was er begehren soll und das Wissen, was er tun soll. Schön gesagt. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Wir sind also jetzt im Mittelalter als erste Nation natürlich. Das Schöne ist halt, wir haben das ganz schön gewascht. Wir sind noch nicht mal wir sind komplett fertig mit der Antike, zum Glück. Sind halt jetzt schnell ins Mittelalter vorangestürmt, wollen das natürlich auch, da wir unbedingt hier ein paar Forschungen brauchen. Was ich halt ganz interessant finde, ist jetzt natürlich, dass Marokko direkt neben uns eine Stadt gegründet hat. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir jetzt echt zu Marokko hingehen können. Besprechen, gründet keinen neuen Städte in unserer Nähe. So sei es. Ich werde nicht in der Nähe eures Gebietes siedeln. Kooperation ist eindeutig nicht eine eurer Stärken. Oh, es ist schön. Wir haben jetzt, können hier jetzt Vollmotzen, weil eine Stadt neben uns gegründet hat, obwohl wir das gemacht haben eigentlich. Ah, schön. Okay, wir gehen jetzt auf die Tradition, die uns eigentlich nicht so viel einbringt. Allerdings vervollständigt sie halt die Tradition an sich. Das heißt, wir haben höheres Wachstum und ein kostenloses Aquädukt in allen unseren Städten. Das ist jetzt bereits drin. Ja, sehr schön. Das verbessert unser Wachstum. Da ist die Wachstumszeit, die benötigt wird, verkürzt. Was apropos ziemlich geil ist. So, was können wir jetzt noch machen? Wir könnten den Artemis-Tempel immer noch bauen. Wollen wir allerdings eher nicht machen. Jede Quelle von Marmor und Stein in dieser Stadt bearbeitet wird, produziert plus 2 Gold. Wir kriegen also plus 2 Gold aus Marmor, aber das lohnt sich auch nicht. Könnten das Orakel für die freie Sozialpolitik machen. Lassen das allerdings auch, würde ich sagen. Ich würde sagen, in dem Fall gehen wir auf noch eine Triere. Holen unseren Kompositbogenschützen raus und lassen ihn mal rüber segeln. Um das Barbarenlager auseinanderzunehmen. Da ist übrigens gerade Salzburg neu gegründet worden. Schön. Und wir haben Sydney getroffen. Oder war es schon länger da? Ich glaube, Salzburg ist schon länger da. Ist ja auch Stufe 2. Wir haben Sydney getroffen. Hallo, Sydney. Na, was geht ab? Damit ist St. Petersburg nochmal gewachsen. Das hat liegt ein ganz schön ordentliches Wachstum hin. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir damit der Zufriedenheit hinterherkommen. Ich meine, wir haben unglaublich viele Luxusressourcen, aber trotzdem sind die Städte immer noch unzufrieden. Beziehungsweise steigt halt unsere Unzufriedenheit. Das heißt, wir sollten uns langsam mal daran machen, Gebäude zu bauen, die unsere Zufriedenheit erhöhen. Moskau macht die Triere natürlich nochmal kaputt. Und wir landen einfach mal mit unseren Truppen und bewegen uns dann auf diesen Hügel hier voran. Okay. Oh! Ein Great Barrier Reef, genau, sehr schön, das ist ganz cool eigentlich. Oh, stimmt, Great Barrier Reef bringt sogar meistens mehrere Teile. Das sind zum Beispiel jetzt 2 Stück hier an der Zahl, was ziemlich nützlich ist. Allerdings ist es halt schwer, in der Nähe meistens eine Stadt zu gründen, weil ich hier Fisch sehe. Das heißt, nein, da ist nichts in der Nähe. Das heißt, wird kein Schwein je bewirtschaften können, da der Stadtstaat darunter nicht zu vernichten ist. Schade. So, ich frage mich, warum ich hier eine Karawane bauen kann, obwohl du mit niemandem landtechnisch handeln kannst. Das ergibt keinen Sinn, deswegen lassen wir das mal. Und bauen stattdessen das Kolosseum, um die Zufriedenheit ein bisschen zu erhöhen. Und auch du gehst jetzt mal auf automatische Erkundung, und zwar im Westen. So, St. Petersburg ist damit dann endlich mal fertig mit seiner... Ah, sehr gut. Da drüben haben wir also eine neue Ruine entdeckt. Und St. Petersburg verlangt die Baumwolle. Das Problem ist leider nur, dass wir da nichts machen können. Wir bauen jetzt erstmal die Wassermühle in St. Petersburg, um Produktion und Nahrung zu erhöhen in der Stadt. Und kümmern uns jetzt auch mal um das Silber hier oben, damit wir dann nämlich mit dem Silber handeln können. Und zum Beispiel Baumwolle reinzukriegen. Ah, da ist noch so ein Teil. Ich glaube, es wird Zeit für einen Speer. Wir bauen also gleich nochmal den Speer, sobald wir hier in Moskau mit dem Ding fertig sind, damit wir hier die ganzen Ruinen aufdecken können.
klingt nach einer guten Idee. Damit wir nehmen, können wir uns, wie gesagt, die ganzen Ruinen unter den Nagel reißen. Und hier oben sind die Niederlande, wie ich sehen kann. Also an der Grenze sieht man das eigentlich ziemlich gut. Hier geht auch Bewachen hier. Ach ja, genau. Da unten ist die Einheit, die einen Befehl benötigt. Und ihr... zieht euch mal zurück, denn da drüben nähert sich ein Faustkeil, was ziemlich schmerzhaft werden könnte. Wien hat aus irgendeinem Grund zwei Tourismusproduktionen, woher auch immer die die haben. Auch sehr interessant. Wir gucken mal hier oben weiter. Wie gesagt, dürften wir gleich... Ach, nein, scheiße. Okay. Okay. Ah, da ist er doch. Ich bin Willem von Oranje, Stadthouder over de Nederlanden. Behoeft gij iets? Mij staat noch viel zu tun. Ich liebe Niederländisch, das klingt so unglaublich dämlich. So, da ist Amsterdam, wie bereits vorausgesehen. Keine Ahnung, wie wir genau jetzt gerade Persien getroffen haben. Ich glaube, damit haben wir alle aufgedeckt, kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir kennen jetzt also endlich alle anderen Leute. Und Maria von Theresia ist mal wieder punktetechnisch die Beste. Irgendwie immer so. Wir werden natürlich weiter mit Marrakesch. Bringt uns ordentlich einen Batzen Gold ein. Und haben dann endlich in drei Runden natürlich den Kompass mit dem Hafen und so erforscht. Und dann schauen wir mal, wie wir das in St. Petersburg machen. Wir müssen natürlich erstmal den Hafen auch... Ach, da ist eine persische... Triere gewesen, die wir scheinbar einfach, ja, an der wir vorbeigesegelt sind. So. Den Trupp haben wir schon mal vernichtet an Krieger und unsere Kompositbogenschützen sind ziemlich gut. Nein. Ja, nein, wieso? Fuck, ich kenne doch seine Hauptstadt. Er nicht meine. Verdammt. Ah. Egal. Nette Hauptstadt hast du auf jeden Fall. Nette Hauptstadt. Und da haben wir noch ein Barbarenlager entdeckt. Ja, das war ja klar. Wir kennen ja noch nicht genug Barbarenlager. So, mit diesem Faustkeil werden wir uns jetzt einen ordentlichen Kampf liefern, denn Faustkeile halten immer meistens ziemlich viel aus. Moskau hat das Ding gebaut, das heißt, du kriegst jetzt endlich den Speer, wie bereits angekündigt. Und hier haben wir noch eine Ruine entdeckt. Meine Herren. Und hier können wir die Botschaft annehmen, um... Oh, bist du weit gesegelt, um zu uns zu kommen. Wow, hätte ja ewig gedauert, bis wir dich gefunden hätten. Aber du hast scheinbar schon zwei Städte. Das Entscheidende in der Welt ist nicht so sehr, wo wir stehen, sondern in welche Richtung wir uns bewegen. Sehr schön. Damit haben wir Galeassen zum Beispiel jetzt freigeschaltet mit dem Kompass. Galeassen sind Fernkampfschiffe. Das heißt, sie funktionieren wie Bogenschützen auf dem Wasser. Wir können Häfen bauen, um unsere Städte zu verbinden. Fischerboote bringen Gold ein. Können zusätzlichen Handelsweg und Seehandelswege haben eine größere Reichweite. Das heißt, wir können mal versuchen, ob wir vielleicht sogar einen Handelsweg mit Wien errichten können. Wir haben Hormes getroffen, was uns ein bisschen Gold einbringt. Und werden uns nächste Runde dann mal um die Faustkeile, wie gesagt, kümmern. Und verdammt nochmal, haben wir viele Ruinen mittlerweile schon gefunden. Wow, heftig. So, mit dir darüber auf die erste Ruine bitte. Und wir bauen jetzt hier unseren Hafen in Moskau. Während du dich um die Faustkeile kümmerst, die aus irgendeinem Grund nicht unbedingt angriffslustig sind, obwohl sie es normalerweise immer sind. Monaco haben wir auch noch getroffen. Na Mensch, jetzt geht's aber ab hier. Und natürlich noch den Kilimandscharo. Ein weiteres Naturwunder. Wenn wir jetzt Spanien, würden wir Gold kriegen für jedes Naturwunder, was wir entdecken. Fast schon schade, dass wir nicht Spanien sind. Ach, naja. So ein großes ist der Bonus auch wieder nicht. Mein Königreich für ein Pferd. Wir haben die Reiterei entdeckt. Halleluja. Ist das echt eine antike Forschung? Eine Klassikforschung? Ja, ist tatsächlich eine Klassikforschung. Ich dachte immer, es wäre schon eine antike Forschung. Egal. So, wir gehen dann endlich aufs Bildungswesen. Lange brauchen wir also nicht mehr dahin. Dann können wir Unis bauen. Und so weiter. Jetzt gehen wir auf das zweite Silbervorkommen hier unten. Und ich würde langsam mal vorschlagen, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wo wir unsere nächste Stadt gründen sollten. Ich glaube, die gründen wir wirklich hier unten. Clearen dann also jetzt wirklich schon mal das ganze Zeug. Kümmern uns dann langfristig darum. Ja, klingt eigentlich ganz gut. Nach einer sehr schönen Idee.
Ah, und hier haben wir den Südpol entdeckt. Nice, direkt über Jerusalem. Ah! Die Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften. Roger Bacon schon wieder. Meine Fresse, dieser Typ, ey. Mathematik ist eine sehr wichtige Forschung, muss man sagen, für Eroberungsleute, denn Mathematik ermöglicht den Bau A von Katapulten und vor allem B von Gerichtsgebäuden. Gerichtsgebäude muss man in jeder eroberten Stadt bauen, damit diese Stadt nicht mehr fette Unzufriedenheit durch Besetzung erlangt. Und außerdem übrigens die hängenden Gärten, die ziemlich ordentliche Wachstum einbringen, aber egal. Kümmern wir uns erstmal um die Faustkeller da drüben, die gerade neu gespawnt sind. So eine Scheiße. Ihr baut eine Mine, ihr bewacht die Mine und wir beenden den Part. Haha, ich hoffe damit mal, dass dieser Part euch so weit gefallen hat. Und auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir denn dann uns daran machen, diese Ruine hier zum Beispiel zu entdecken. Und eine weitere Stadt hier unten zu gründen und anderes Zeug zu machen. Keine Ahnung was, aber wir werden mal schauen. Wie gesagt, das alles allerdings erst im nächsten Part. Ich hoffe mal, dieser Part hat euch so weit gefallen. Bis dahin, macht's gut.